Alter, was geht ab, Leitung hier? Wir fangen das wieder an mit einem Knaller. Und zwar einem Shiny Zubiris. Ich meinte Shiny Zürlich. Den habe ich noch nicht. Gerade einfach so nebenbei angeklickt auf dem YouTuber. Und bam, ich schaue auf den Bildschirm und sehe einen Shiny Zürlich. Den hatte ich noch nicht. Sehr nice. Und eigentlich das erste Geist-Shiny seit dem Event. Oh, Saft. Auf geht's. PvP abchecken, komischerweise. Mehr dazu gleich. In 14 Minuten startet da vorne Eva Richterbaum ein Raid. Den nehmen wir natürlich mit bezüglich potenzieller X-Raid-Einladung. Aber davor erstmal zum Edeka. Was zu essen kaufen. Da hinten ist ein Lidl, da gehe ich eigentlich meistens hin, aber ich kenne langsam die ganze Auswahl. Deswegen schauen wir mal hier vorbei, was es hier so gibt. Ich werde wahrscheinlich enttäuscht. Alter, ich war nicht mal eine Minute drin. Richtig enttäuschend. Die Auswahl ist da einfach tot bei Edeka. Edeka richtig tot, Mann. Oh mein Gott, auf zum Lidl. Ey, ich weiß nicht, was los ist, aber die hatten auch nichts. Ich bin wieder leer rausgegangen. Und ich hasse es, leer rauszugehen, aber die hatten einfach nichts am Start. Ich leide, Leute, richtig leiden. So, Arena platt gemacht. Erstmal was reinsetzen. Keine Angst, Leute, ich habe was zu essen gefunden. Und wenn ich schon mal hier im Gebiet bin, ihr seht, ich war fleißig, habe ich das direkt mal gelb gemacht. Denn der PvP-Club trifft sich dort, wo wir gestern die Raid-Tour gestartet haben, vor dem Burger King. Das erinnert mich immer an die alten Yu-Gi-Oh!-Zeiten. In der Kartenladen zu hatte, hat man sich einfach McDonald's oder Burger King getroffen. Dort veranstalten sie einen Silver Cup. Ich schau mal vorbei. Ich sehe eine wilde Horde Pokémon Go Spieler. Das ist der Burger King. Die Teilnehmer checken gerade ein. Danach greifen wir uns ein paar Kollegen und ja, fragen die ein paar Sachen. Erstmal einmal Tobi Flash. Das ist so der Hauptverfechter für PvP hier in München. Er betreibt auch einen Kanal und streamt hier und da die PvP Sachen auf Twitch. Der kann uns dann davon überzeugen, warum PvP geil ist. Und dann ein kleines Update mit oh, wer heißt der nochmal? Stumpf von Max. Genau. Der damals beste PvP-Spieler in München. Von mir so erkorgen. Kleines Update zu ihm und dann schauen wir mal. So, das ist der Kollege, von dem ich euch erzählt habe. Er hat mich auch schon direkt vollgequatscht mit seinen Plänen, seinen Ideen. Ich bin hier bis heute, um ein bisschen zu promoten. Deswegen direkt die Frage an dich, an die Zuschauer. Oh, warte, nimmt das überhaupt auf? Oh ja, das nimmt auf. An dich die Frage, wenn du jetzt PvP promoten solltest, wieso sollte einer hier herkommen und mitmachen? Erstmal Servus, Freunde der gepflegten Pokémon-Rauferei. Ich bin Tobi Flash und auf jeden Fall, es gehört einfach zur Community dazu. Egal wie das aussieht, also es gibt natürlich zum Beispiel Online-Server, wo das Niveau sehr, sehr hoch ist. Aber es gibt auch viele kleinere Communities außenrum, die Turniere veranstalten und das ist einfach ein fester Bestandteil. Also die tauschen dort, bringen Kuchen mit. Der Murat zum Beispiel, ganz begeistert, von Erding, wo wir alle am Sonntag hinfahren. Es gehört halt einfach dazu. Und vielleicht ist der ein oder andere in eurer Community auch noch ein bisschen motivierter für PvP. Und ihr könnt ihn so unterstützen, dass er halt nicht lange reisen muss, um seine Cups zu spielen, um dann halt auch in der Weltspitze mitzukämpfen. Und wir sind alle immer hilfsbereit und immer offen dafür. Kommt zu uns, löchert uns mit Fragen. Wir stellen mit euch Teams zusammen. Also ich und zum Beispiel auch der Stumpfo Max, unser Ace-Trainer hier aus München. Wir sind auch immer bereit, wenn wir irgendwas schon ersetzen wollen, weil wir es uns neu gemacht haben, tauschen wir natürlich auch gerne schon mal Pokémon auf dem richtigen Level mit zweiter Ladeattacke. Und versteift euch ja nicht zu sehr auf IV, weil das immer besser spielen, als nicht zu spielen, weil man halt nicht die perfekten Pokémon hat. Ja, alles klar. Wie gesagt, er hat einen Kanal, Link ist unten in der Beschreibung. Und mit dem Max reden wir auch später noch. So Leute, wir haben hier den Kollegen Max am Start. Servus. Wie gesagt, kleines Update mit ihm. So, du spielst heute nicht mit? Ich spiele heute nicht mit, nee, ich muss zum Flughafen, ich fliege nach London. Oh, nice. Ich spiele dann da mein Turnier, das wird ein richtig großes Turnier. Fast 300 Leute. Ah ja, davon habe ich gehört, ja. Viel Glück, Mann. Danke. Also, das ist schon eine Weile her, dass ich dich vor der Kamera hatte. Ja. Damals gab es 2 Cups, glaube ich, und du hattest beide gewonnen. Ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt schon her? Ungefähr? Das war im Ende Februar, Anfang März haben wir das gemacht zusammen, ja. Und jetzt sind wir bei einem Cup. Schon relativ viel los, würde ich mal sagen. Wie wirst du so die Entwicklung einschätzen so von PvP hier in München? In München auf jeden Fall zunehmend. Und jetzt auch so in letzter Zeit stark zunehmend sogar. Also wir haben
am Anfang echt Schwierigkeiten gehabt, überhaupt bei einem Turnier die 8 Leute zusammenzukriegen, okay, und so. Und dann hatten wir schon manchmal 10. Und inzwischen, also die letzten Monate, gibt es immer 2 Turniere in München. Also einen so ein bisschen am Anfang und einen dann etwas später in Termin. Und wir kriegen gut immer die 4 Runden hin. Und jetzt seit so 2 Monaten eben auch 5 Runden, also immer so 20 Leute. Und das, ja, finde ich super, ist total cool. Und neulich wurde ja Go Battle League angekündigt. Genau. Also da haben dann nochmal Leute gesagt, ich habe angefangen zu streamen mit 2 YouTubern, dem Tobi Flasch, der ja auch, der sitzt hatten da hinten. Hatten wir ja vorhin spielt schon, vor der Kamera. Und genau, und da ein bisschen, machen wir ein bisschen, ja, Propaganda für PvP, ein bisschen Werbung, ein bisschen so. Deswegen Spaß sind wir heute hier. Genau. Ja, und wie denkst du, oder wie sollte es sich noch weiterentwickeln? Was kann man noch hier und da machen, damit es noch weiter ins Rollen kommt hier? Oder allgemein auf der Welt, nicht nur hier? Oder sind wir da schon auf einem guten Weg? Also es hat auf jeden Fall noch mehr Potenzial. Also viele Leute wissen schon mal gar nicht, dass es solche Turniere überhaupt gibt. Oh, okay. Viele sagen, es ist einfach zu teuer. Und ja, es ist teuer. Also ich bestreite das auch gar nicht. Aber es ist jetzt nicht so irrsinnig teuer, dass man es sich nicht leisten kann. Mhm. Und inzwischen sitzt doch eh jeder auf seinem Sternenstaub halt rum. Oh mein Gott. Und sonst, ja, einfach ein bisschen eben auf YouTube, auf allen Plattformen ein bisschen Werbung dafür machen und sagen, dass es halt Spaß macht, dass man, dass es geht wirklich noch um nichts. Also man muss nicht sich den Druck machen, oh, man muss dann nur hinkommen, wenn man gewinnt oder wenn man eine Chance hat zu gewinnen. Einfach mal anfangen, besser wird man von selber. Es reißt einem keiner den Kopf ab, wenn man das Turnier jetzt nicht unbedingt gewinnt. Macht trotzdem Spaß und ich finde, also ich gewinne auch nicht immer, wirklich nicht. ja. Okay. Und deine Meinung jetzt zu diesen Ankündigungen von Niantic? Hast du da irgendwelche Erwartungen oder was denkst du, was du so? Ich bleibe skeptisch, bis mehr bekannt ist. Ich freue mich riesig drauf. Ich finde es super, dass sie es jetzt angekündigt haben. Ich hoffe auch, dass deswegen auch mehr Leute jetzt so sagen, ja, fangen sie jetzt mit PvP an, weil, naja, jeder Vorsprung zählt. Und alle Pokémon, die man so vorbereitet hat, jetzt für die Cups oder für auch offene Superliga, das wird später dann echt Gold wert sein und vor allem die Kampferfahrung. Also spielerisches Können ist halt doch wichtig im PvP. Es geht nicht, es ist nicht nur blödes Rumgetippe und Glück. Ja, ja, und zu der Mechanik selber, wenn sie es, es kommt wirklich stark darauf an, wie sie es machen. Wenn sie halt einfach so sagen, ja, man kann halt jetzt online gegen Leute kämpfen, mit denen man nicht befreundet ist, wenn das das Einzige ist, dann bleibt es auf jeden Fall auf der Strecke. Aber wenn sie da echt ein cooles Ranking machen und auch jetzt ähnlich wie das Sylph Arena. Ja, das wollte ich ansprechen. Was, wenn das halt nicht ähnlich ist, sondern eher fast schon so konkurrierend wird? Sagen wir zum Beispiel, die legen einen Fokus auf die mittlere Liga. Aber ihr habt jetzt alle nur euch auf die erste Liga fokussiert. Zum Beispiel. Ja, also der Fokus auf der Superliga liegt halt deswegen, weil da die größte Auswahl an Pokémon möglich ist und das macht schon auch am meisten Spaß. Und ich glaube, also das kann ich fast mit Sicherheit sagen, dass Niantic jetzt nicht sich nur auf die Hyperliga oder nur auf die Meisterliga konzentrieren wird. Es wird auf jeden Fall alle 3 Ligen gespielt werden und es werden die auch alle 3 zählen. Inwiefern da jetzt, wie bei Sylph Arena, halt die Superliga irgendwie im Vordergrund oder nicht steht, weiß jetzt keiner, aber ich persönlich habe in allen 3 Ligen schon gespielt und auch Turniere und ich finde es auch echt super, also jeder ist wirklich anders. Mhm. Neulich habe ich mein erstes richtiges Hyperliga-Turnier gespielt, das war richtig cool, habe ich auch live gestreamt und ja, Meisterliga finde ich dann eher noch am langweiligsten. Ja. Okay, vielen Dank. Also ich habe noch eine Frage, aber die Frage seht ihr vielleicht irgendwann mal. Dazu kommt irgendwann mal noch was. Das ist top secret. Aber vielen Dank für deine Zeit und viel Glück in London. Danke, danke. Der Cup läuft. Erste Runde ist vorbei, jetzt fängt die zweite an. Wir schauen gleich dem Kollegen ein bisschen über die Schulter. Witzige Story, die ich aber nur gehört habe. Ich war nicht selber dabei. Ich habe mir was zu trinken schnell gekauft. Da ist ein anderer Spieler gekommen und dachte, die raiden hier gerade und wollte mit raiden. Dabei machen die hier nur PvP. Na? Ich hab das Schild eben komplett falsch. Also mein Schild habe ich komplett falsch genommen. Das hatte noch so wenig Gesundheit. Ich dachte, das ist schon vorbei. Danach muss ich das noch einfach. Ja.
Ja, ein schöner Einblick. Den Leuten macht Spaß. Ja, was soll ich sagen? Es ist eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Man kennt es ja. Erinnert mich an Yu-Gi-Oh! Früher. Pairings Runde 1. Insider-Joke von Yu-Gi-Oh! Aber momentan ist das halt nichts für mich, weil ich brauche meinen Staub. Ich habe nur ein Ziel in diesem Spiel. Und das ist, meine Pokémon zu maxen. Einmal jedes Pokémon auf Max zu haben. Und wir sind nicht mehr so weit davon entfernt. Wir können jetzt nicht uns auf düstere Wege abtreiben lassen. Düstere Umwege und da den Staub für unsinnige Zweitattacken und irgendwelche komischen Pokémon ausgeben. Eure Meinung zu PvP unten in den Kommentaren. Habt ihr Interesse? Habt ihr jetzt an 2020 Interesse mit der neuen Sache da von Niantic? Mit der Rangliste und so? Habt ihr schon mal vorbeigeschaut? Würdet ihr mal vorbeischauen? All dies, das unten in den Kommentaren. Wir packen es jetzt erstmal weiter. Das war ein kleiner Einblick, Leute, in die PvP-Szene, in den Cup von gestern. Der erste Cup, den ich so richtig abgecheckt habe. Wie gesagt, schreibt unten in den Kommentaren eure Meinung zu PvP. Wird es euch in Zukunft möglicherweise interessieren oder eher nicht? Ich habe euch ja meine Meinung gesagt, ich kann momentan leider daran nicht teilnehmen. Ich brauche jeden Staub, jeden Sternstaubkorn für mein Ziel. Das habe ich eigentlich schon seit 2016. Schon damals, als jeder seine Nido Kings, Nido Queens, Aquanas gepusht hat. Da hatte ich bereits dieses Ziel und habe das halt nicht gepusht. Ich habe einen Tipp bekommen, dass Spieletrend auch vor kurzem seine Meinung zu PvP abgegeben hat. Ich sollte das mal abchecken. Habe ich getan und ich kann Spieletrend eigentlich nur in allen Punkten recht geben und zustimmen. Spricht er mir eigentlich von der Seele, das mit dem Staub, das mit den Belohnungen und das mit dem Pokémon. Punkt 1, Staub, ich brauche den für meine Max-Sammlung. Punkt 2, ich will keine pushen, die ich nicht brauchen werde, abgesehen von für PvP. Also ich will meine 98er, 100er maxen und nicht irgendwelche 0-15-15 Pokémon. Und die Belohnung ist momentan kein Anreiz. Meinen geliebten wertvollen Staub, für den ich mir jeden Tag den Arsch aufreiße, für PvP auszugeben. Heißt aber, Punkt 4, heißt aber nicht, dass ich PvP nicht unterstütze. Ich freue mich, dass es immer mehr wird. Ich versuche meinen Teil dazu beizutragen. Auch wenn es für mich persönlich jetzt momentan nichts ist. Ich habe andere Ziele, andere Sorgen, andere Bereiche. Aber ich habe von Anfang an gesagt, von Punkt 1, Tag 1, man kann aus allem was rausholen, rausziehen. Wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass irgendjemand darauf aufmerksam wird und dann sich in PvP verliebt, dann ist doch schön. Wer kein Interesse daran hat, der soll es ja nicht zocken. Und wer Interesse daran hat, der sollte es mal ausprobieren. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Mies ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.